bin schon begeistert, was mit der modernen Technik heutzutage möglich ist. Ja, was wir da gesehen haben, was sichtbar gemacht werden kann, was wir sonst nicht sehen, was uns vielleicht sonst nur juckt. Irgendwo. Ja, aber keine Angst, ich werde jetzt nicht weiter über Kopfläuse und Flöhe oder irgendwelche Viecher in uns reden. Ja, nee, das ist nicht mein Thema. Ich möchte aber anknüpfen, ich möchte ein bisschen was über Homöopathie erzählen. Und dazu möchte ich zum Beispiel schon mal am Titel anknüpfen, Planet Erde. Ja, weil was er, der Sprecher zu Beginn des Filmes ja macht, ist, dass er eine Parallele zieht zwischen Erde und Mensch. Ja, habt ihr mitgekriegt. Ja. Finde ich ganz gut. Ein Planet existiert ja nicht für sich alleine. Ein Planet ist immer eingebunden in was. Wir haben das Planetensystem, dann haben wir die Erde, da haben wir den Mars, den Jupiter, die Venus und so weiter. Und alles kreist um die Sonne rum, in unser Sonnensystem. Und das Sonnensystem ist wiederum Teil von was Größerem und das wiederum Teil von was Größerem, von irgendeiner Galaxie oder der Milchstraße. Und so geht es eigentlich in uns ins Unendliche weiter alles. Ja. Und Film zeigt auch auf, dass dieser Planet genauso wie auch der Mensch unterschiedliche Lebensbereiche aufweist mit ganz unterschiedlichen Bewohnern. Und das ist ja, wie wir gesehen haben, nicht immer angenehm, die alle kennenzulernen. Oder? Also ich muss nicht alles sehen und kennenlernen. Okay. Was ich von dem ganzen Film für mich rausgezogen habe und was ich für wichtig empfinde, ist so ein Satz wie, ja, wir sind verbunden mit zahllosen Mikroorganismen. Und das ist etwas, was mir bisher in dieser Größenordnung nicht bewusst war. Ja? Oder wusstet ihr, dass nur jede zehnte Zelle diesem Ding, was ihr da seht, menschlich ist? Also das hat mich schon überrascht, oder? Das musst du dich auf der Zunge zergehen lassen. Jede zehnte Zelle nur in uns oder von uns ist menschlich. Der Rest ist, was weiß ich, Bakterien, Viren, sonstige Lebewesen. Also, da stellt er auch dann die Frage. Die Frage stellt sich dann, was ist denn da eigentlich menschlich? Und ich gebe dir selber am Schluss dann die Antwort, das finde ich interessant. Wir sind Viren, wir sind Bakterien, wir sind Einzelne, wir sind Tiere, wir sind alles. Das ist eigentlich das Entscheidende, die entscheidende Information für mich dabei. Und das führt zu einem Thema, in dem wir Menschen ja sehr stark drin hängen, nämlich der Illusion oder der Vorstellung von Trennung und getrennt sein. Und allein diese Vorstellung, dass wir besiedelt sind von einer Unzahl von verschiedensten Lebewesen und ohne die es uns ja gar nicht gäbe, das sind wir, ja, macht dieser Gedanke von Trennung eigentlich zur Illusion. Ja? Wir sind Käfer, wir sind Vögel, wir sind das Wasser, wir sind die Planeten, wir sind Tiere, wir sind Mensch, wir sind alles. Und das ist etwas, was die, jetzt mache ich einen kleinen Schwenk in einen mehr philosophischen Bereich, und das ist etwas, was die alten Hermetiker ja schon immer wussten und auch sagten. Sagt euch der Name Hermetiker etwas? Okay, manchen schon. Geht zurück auf den alten Hermes Trismegistos, den dreimal Großen, der im alten Ägypten verehrt wurde als Gott Tod auch und der als Schöpfer der Wissenschaften, der Weisheit und was weiß ich, der Magie gegolten hat. Und der hat sieben Prinzipien in schriftlicher Form hinterlassen, oder die gehen zumindest auf ihn zurück. Und die sind niedergeschrieben im Kybalion, haben die einen oder anderen von euch sicher auch schon mal gehört. Ja? Und die wussten auch schon, alles ist mit allem verbunden und alles ist eins. Ja? Oder unser alter mittelalterlicher Oberheiler, das war der Paracelsus, ja? Der sagte, Mikrokosmos ist gleich Makrokosmos. Heißt, der Mensch ist sozusagen der Spiegel der Welt. Der Mensch ist die Welt. Oder alles, was in der Welt ist, spiegelt sich im Menschen wieder. Und das besagt auch das zweite Prinzip dieses Kybalions, dieser sieben Prinzipien des Hermes Trismegistos. Ja? Und das ist das Prinzip der Entsprechung, auch schon mal gehört vielleicht. Das Prinzip der Analogie. Ja? Grundregel und Grundprinzip, wie innen, so außen, wie oben, so unten. Ja, ihr kennt vielleicht, wer Tarot von euch kennt, der kennt die Karte des Magiers.
Ja, wie steht er da? So, der weiß nämlich um diese Gesetze, wie innen so außen, wie oben so unten. Und man könnte auch sagen, wie im Menschen so in der Welt. Ja? Und deshalb ist er in der Lage, eigentlich die Elemente zu beherrschen. Vor ihm auf dem Tisch liegen die vier Symbole der vier Elemente von Erde, Feuer, Wasser und Luft. Ja? So, Frage, was hat das mit der Homöopathie zu tun? Ganze Menge. Warum? Weil das Grundprinzip der Homöopathie, man könnte auch sagen, das Grundgesetz der Homöopathie ist das Ähnlichkeitsgesetz und das basiert genau auf diesem zweiten Prinzip, was im Kybalion geschrieben ist. Könnte man fragen, ja, was bedeutet dieses Ähnlichkeitsgesetz? Das wird euch wahrscheinlich allen nichts sagen, außer Schenja, die hat mich interviewt, die weiß inzwischen, was das bedeutet. Ich gebe euch mal ein kleines praktisches Beispiel, was da darunter zu verstehen ist. Ja? Es kommt ein Mensch zu mir in Behandlung, der erzählt mir, er kann nicht mehr schlafen, es rattert in seinem Kopf, er findet nicht zur Ruhe, auch tagsüber ist er völlig überdreht, er hat Herzklopfen und Schweißausbrüche und noch ein paar so Geschichten. Ja? Ich nehme die Symptome auf in der Anamnese und sehe, Donnerwetter, er zeigt mir ein Krankheitsbild, was ich kenne, wenn ich mal ein paar Tassen Kaffee zu viel getrunken habe. Das kennt ihr alle, darum wähle ich dieses Beispiel. Oder was passiert, wenn er zu viel Kaffee getrunken hat? Genau dieses. Ja? Könnt ihr mehr schlafen, deswegen trinken wir oft ein bisschen Kaffee, damit wir nachts noch fit sind und kreativ sein können, damit das Ding hier oben super funktioniert. Ja? Aber zu viel ist dann eben auch nicht so toll. Unruhig, schlaflos, Herzflattern, das sind alles Symptome, die auf unser homöopathisches Mittel Koffea Kaffee hinweisen. Ja? Heißt, das bedeutet Ähnlichkeit. Ja? Da kommt ein Kranker, der zeigt ein bestimmtes Krankheitsbild auf. Und auf der anderen Seite haben wir das Wissen um eine Arznei und wir wissen von dieser Arznei Koffea, wenn das ein Gesunder zu sich nimmt, dann entwickelt er genauso eine Symptomatik, wie es dieser Kranke hat. Das bedeutet Ähnlichkeitsgesetz. Oder wer von euch erinnert sich noch an die erste Zigarette früher irgendwann? Wer es probiert hat? Ja, was passiert? Husten. Bitte? Husten. Husten? Ja, da bist du nur weggekommen. Wenn du wirklich gleich richtig Dampf gegeben hast und richtig geraucht hast, die ersten Zigaretten, manchmal erscheinen nicht so toll, da wurde es dir saumäßig schlecht zum Beispiel. Ja? Vielleicht auch schwindelig. Und so. Und das sind zum Beispiel auch typische Symptome, die wir vom Arzneimittel Tabakum kennen. Also wenn jetzt ein Patient kommt, der hat nicht geraucht, der hat noch nie geraucht, aber der erzählt, er ist so schwindelig, es ist ihm so übel und besonders übel ist es ihm, wenn er im Auto sitzt, da könnte er immer brechen, das ist ganz furchtbar, dann ist das ein Hinweis für dich, dass er das homöopathische Tabakum raucht. Das bedeutet dieses Ähnlichkeitsgesetz. Ja? Ein Kranker bekommt diesen Stoff, diese Arznei, die bei einem Gesunden in der Lage ist, genau so ein Krankheitsbild hervorzurufen. Okay? Gut. Also, so viel dazu. Und nochmal, Mensch als Spiegel der Welt, wo zeigt sich das bei uns noch? Ja, das zeigt sich bei uns auch noch deutlich, wenn wir krank werden. Ja? Jedes Kranksein äußert sich in einem bestimmten Muster. Und dazu muss ich jetzt ein bisschen ein Konzept erläutern, das ganz wesentlich ist in der Homöopathie. Das ist das Konzept der Lebenskraft. Schon mal gehört? Was ist darunter zu verstehen? Wir verstehen darunter, oder Hahnemann ging davon aus, Hahnemann war der Schöpfer der Homöopathie vor über 200 Jahren und der ging aus, wenn wir erkranken, dann gerät vor allen Dingen diese Lebenskraft erstmal in Unordnung. Ja. Stimmt nicht mehr, da passiert Unordnung. So, mach da mal hier so ein kleines Bildchen. Mensch, so.
Und was haben wir da? Wir haben jede Menge verschiedener Teile. Wir haben den Kopf mit den ganzen Organen, Augen, Sinnesorganen, die inneren Organe, Herz, Blase, Niere und so weiter. Wir haben das Skelettsystem, das Blutsystem, das Kreislaufsystem, das hormonelle System, wir haben ein Immunsystem. Und das muss irgendwie alles zusammen funktionieren. Wer sorgt dafür? Was macht Janis da hinten, wenn er am Tisch sitzt? Wie nennt sich sowas? Na, Logistik. Er guckt, dass der Laden läuft. Ja? Das macht hier unsere Lebenskraft. Merken wir normalerweise gar nicht. Wir merken nicht, dass unser Herz schlägt. Wir merken nicht, dass wir atmen müssen. Wir atmen einfach. Wir merken nicht, dass da Blut durch unsere Gefäße fließt und rote Blutkörperchen an jede Zelle bringt und alles und alle Zellen bestens versorgt. Das merken wir gar nicht. Wozu auch? Was anderes zu tun, oder? Okay. Also das ist die Lebenskraft. Dafür sorgt die Lebenskraft. Und diese Lebenskraft, tja, wie kann man sich die vorstellen? Man kann sie sich gar nicht vorstellen. Wir wissen nur, dass sie existiert, dass es sie gibt. Sie hat keinen Ort. Sie durchdringt uns wie so ein Energiefeld sozusagen. Ja, überlagert alles. Danke. So, und dieses Konzept der Lebenskraft ist nicht etwas, was jetzt Hahnemann vor rund 200 Jahren so aus dem Nichts heraus entdeckt oder entwickelt hat, sondern er griff eigentlich auf uralte Konzepte zurück. Ja. Viele andere alte Kulturen, auch noch heutige Kulturen, kennen dieses Konzept der Lebenskraft als belebendes Element. Weil wenn diese Lebenskraft mal nicht mehr da ist, dann sind wir tot. Die Teile sind nach wie vor alle da, aber es ist nicht mehr das übergeordnete Prinzip da, was diese Teile zusammen funktionieren lässt. Ja? So, die Inder kennen das, da heißt es eben Prana. Die Ostasiaten kennen das, die Chinesen kennen das, die Koreaner kennen das, die Japaner kennen das, heißt halt Qi oder Qi. Und das beeinflussen wir, indem wir zum Beispiel Tai Chi machen oder indem wir zum Akupunktur gehen, der den Energiefluss dieser Lebenskraft eben über die Akupunkturbahnen beeinflussen kann. Also es ist ein uraltes und weit verbreitetes Konzept, nur unsere moderne Naturwissenschaft kennt sie nicht. Warum? Aus einem ganz einfachen Grund, wie auch die Seele keinen Platz hat in der Naturwissenschaft. Sie ist nicht sichtbar, sie ist nicht greifbar, sie ist nicht messbar. Und damit existiert sie nicht. So einfach ist das. Ja? Okay. So, zurück dazu. Also, was passiert jetzt, wenn wir krank werden? Ich sagte, dann gerät die Lebenskraft in Unordnung. Ja? Wie kann man sich das vorstellen? Ich habe ein Beispiel, ich nehme ganz gerne ein Beispiel wie, nehmt ein Radio. Der Sender ist ganz klar eingestellt, ihr habt klare Musik, ihr hört alles ganz fein. So wie es klingen soll. Ja? Dann verdreht jemand das ein bisschen, die Frequenz wird verändert oder noch die andere überlagert, was habt ihr dann? Chaos. Ja? Missklang. Krankheit ist Missklang. Ja? Okay. Also geht es darum, diesen Missklang wieder in Ordnung zu bringen. Und bedeutet auch, dass nie jeweils nur ein Teil krank ist. Wenn die Lebenskraft krank ist, dann drückt sich das auf allen Ebenen aus. Ja. Kleines Beispiel. Patient kommt vielleicht mit Schwindel. Okay, ich erfahre in der Anamnese, den Schwindel hat er, seitdem er sich vor 3 Jahren mal tierisch aufgeregt hat und geärgert hat. Schwindel. Dann hat er auch seinen Kopfschmerz, oft morgens beim Erwachen. Und dann plagt ihn sein Magen hin und wieder. Ja? Er hat Magenschmerzen. Und auch das, ganz typisch, die kriegt er, wenn er sich über irgendwas ärgert, aufregt, Stress hat, wie man heutzutage so schön sagt. Ja, für ihn ist das oft Ärger.
So, und dann hat er auch noch Probleme mit dem Stuhlgang. Er hat so eine komische Art von Verstopfung, dass er eben, er hat so einen Stuhl dran und geht auf Toilette und dann kommt nichts. Und er wiederholt sich alle paar Stunden und so weiter. Ja? Und dann kriegen wir auch noch mit, aha, er hat des Öfteren so Erkältungen. Und dabei hat er Gliederschmerzen, wie bei einer, ja, kennt er vielleicht, tut die Glieder total weh und er ist dann ganz kälteempfindlich und muss schauen, dass er ja die Decke um sich hat. Ja? Das erfahren wir alles. Gekommen ist er wegen dem Schwindel. Das ist das, was ihn im Moment am meisten plagt. Aber das gehört zum kompletten Bild dazu. Und das reicht noch nicht aus. Wie erfahre ich das? Indem ich eine Anamnese mache. Die dauert bei so einem Erwachsenen, bei einer chronischen Erkrankung, gut 2 Stunden oft. Und interessieren mich jetzt nicht nur seine ganzen körperlichen Wehwehchen, die untersuchen wir ganz genau, da interessieren uns alle Modalitäten, wann ist der Magenschmerz denn schlimmer, wann ist er besser, zu welcher Zeit tritt er auf. Ja, ich erfahre außerdem, sein Schlaf ist ganz miserabel, immer zwischen 3 und 4 kann er nicht schlafen, da gehen ihm alle möglichen Sorgen durch den Kopf. Ja. Und dann interessiert mich natürlich auch, was ist das denn für ein Mensch? Und dann erfahre ich, ist eigentlich ein ziemlich aktiver Mensch, man könnte sagen, richtiger Workaholic, der haut rein, ja, ist ziemlich reizbar, besonders dann, wenn er bei seiner Arbeit gestört wird, da kann er richtig giftig werden, hat dadurch oft Streit mit seiner Partnerin, ja, ist sehr ehrgeizig, ist sehr wettkampforientiert, ja, war er schon in der Schule. So, das alles gehört zusammen. Ich kann nicht bloß jetzt auf einen Namen hin, wie Schwindel, dem ein Mittel geben. AM steht jetzt für Arzneimittel. Ja? Sondern das alles zusammen ergibt ein bestimmtes Bild, und zwar ein ganz typisches Bild für diesen Menschen. Ja? Kommt der Raimund in Behandlung, der hat vielleicht auch Schwindel. Aber der Raimund hat ganz andere Nebenschauplätze. Der Raimund hat ganz andere Modalitäten. Da ist es aufgetaucht nach einer, was weiß ich, nach einer großen Anstrengung irgendwann mal. Oder hat Probleme mit dem Blutdruck und ist auch von seiner ganzen Art her ein ganz anderer Mensch. Ja, der braucht ein ganz anderes Mittel. Dieser Mensch würde zum Beispiel nur Zomika brauchen. Ja, die Brechnuss. Das würde ihm gut tun. Und ich habe vorher dieses Ähnlichkeitsgesetz erwähnt. Woher wissen wir, dass denen jetzt wahrscheinlich ein Phobiker gut tut? Na, weil wir, weil Hahnemann, nicht wir, Hahnemann war der Schöpfer der ganzen Sache, weil der damals angefangen hat, Arzneimittelprüfungen zu machen. Und so wie ich das vorhin von Kaffee erzählt habe, hat er auch irgendwann von Nux Vomica an sich und Kollegen und seiner Familie eine Arzneimittelprüfung gemacht. Arzneimittelprüfung heißt ganz einfach, Gesunde nehmen was ein, um zu gucken, hey, was macht das mit mir? Und jedes Ding, jeder Stoff, den ich einnehme, macht was anderes mit mir. Ja? Und man kann davon ausgehen, dass alles, was in der Natur existiert, wirklich alles, etwas mit uns macht. Das ist oft nur eine Frage der Dosis. Sagte Paracelsus schon. Alles ist Gift, alles ist Heilmittel, die Dosis macht es. Ja? So, also von daher wissen wir von Hahnemann her schon, okay, wenn ein Gesunder jetzt eine Arzneimittelprüfung macht mit dem Nux Vomica, dann bekommt der, zeigt er uns so ein Krankheitsbild. Man könnte sagen, ein Vergiftungsbild. Ja? Eine Arzneimittelprüfung bedeutet, wir machen uns künstlich krank. Es ist sozusagen, was die Homöopathen als Vorleistung bringen, als Opfer erstmal bringen, um eine Heilerlaubnis haben, zu haben. Ja? Sie machen sich erstmal selber krank, um über die Heilkraft der verschiedenen Stoffe und Mittel Bescheid zu wissen. Sonst können sie nicht behandeln. Wer soll denn sonst wissen, was ich jetzt geben soll? Ja? In der Schulmedizin geht es ganz anders, das wisst ihr ja. Der bekommt wegen seinem Schwindel ein Mittel, ja? Dann bekommt er wegen seiner Lebhaftigkeit und Reizbarkeit und Ärger vielleicht irgendein Sedativum. Wegen den Kopfschmerzen bekommt er dann auch ein Kopfschmerzmittel.
wegen den Magenschmerzen bekommt er dann ein Mittel für Magenschmerzen, gegen Magenschmerzen. Ja? Und bei, wenn er wieder einen grippalen Infekt hat, dann kriegt er halt vielleicht, was weiß ich, irgendwas. Ja? Und weil er nicht schlafen kann, kriegt er auch noch zusätzliche Schlafmittel. Kommt euch das bekannt vor? So läuft's. Ja? Okay. Bei uns geht das ein bisschen anders zu, wie ihr seht. Ja? Also uns interessiert vor allen Dingen, was ist das eigentlich für ein Mensch hinter dem Schwindel? Und wir sehen, dass jeder Mensch, jeder Kranke da so ein ganz individuelles, nur ihm eigenes Krankheitsmuster entwickelt. Ein Muster, niemals nur ein einzelnes Symptom. Ein einzelnes Symptom ist immer nur ein Aufhänger für Patienten, um in Behandlung zu kommen. Das ist das, was ihn am meisten plagt im Moment halt, ganz einfach. Ja? So, bedeutet, ich habe es vorhin schon erwähnt, 3 Schwindelpatienten, höchstwahrscheinlich braucht jeder, hat jeder sein eigenes spezielles Krankheitsmuster, bedeutet, jeder braucht sein spezielles Mittel, sein individuelles Mittel. Ja? Ich brauche vielleicht einen Xomica, Raimund hat auch Schwindel, der braucht vielleicht Codium, und Valentin hat auch Schwindel, der braucht was ganz anderes wiederum. Ja? Jeder nach seiner Symptomatik. So. Also jeder sein passendes Mittel. So, das macht jetzt die Homöopathie nicht ganz einfach. Warum? Weil wir im Moment 3000 Mittel zur Verfügung haben. Das heißt, Hahnemann hat selber 100 geprüft damals. Aber das ist jetzt gut 200 Jahre her. Die Homöopathie hat sich seitdem super entwickelt und viele Homöopathen haben seitdem neue Arzneimittelprüfungen gemacht und das ist inzwischen in Büchern veröffentlicht und das haben wir im PC. Wir haben zum Glück da unsere Hilfsmittel, um mit dieser Wahnsinnsfülle von Informationen arbeiten zu können. Da gibt es spezielle Programme. Es gibt Bücher, wo diese Mittelbilder gut beschrieben sind, aber trotzdem ist es immer noch eine schwierige Sache. Ja? Okay. So. Bislang hatten wir noch eine zusätzliche Schwierigkeit. Also, wie gesagt, wir haben einen Kranken. Die erste Schwierigkeit besteht darin, dass wir mal sein Kranksein verstehen. Das heißt, dass wir in der Lage sind, wahrzunehmen, was ist mit dem los? Um was geht es eigentlich? Was ist zu behandeln? Ja? Dazu gehört, dass wir verstehen lernen, wie tickt der Mensch, wie steht der in der Welt? Was ist seine Überlebensstrategie? Ja? Sein Überlebensmodell, da hat jeder sein eigenes. Ja? Jeder macht aus einem Trauma was eigenes. 5 Leute haben ein gleiches, ähnliches Trauma in der Kindheit, jeder macht was eigenes draus. Der eine geht in die Verweigerung, der andere geht in sich rein, verfällt in die Depression, der andere haut ab nach Australien und. Ja? Okay. Und diese Lebensmuster, die versuchen wir in der Erstanamnese zu erfahren. Also das ist unser erster Job. Da geht es darum, den Patienten zu verstehen. Und erst wenn das passiert ist, wenn wir kapieren, worum es geht, dann kommt der zweite Schritt, nämlich die Suche nach dem möglichst passenden Mittel. So, das war bis vor 30 Jahren, als ich angefangen habe, eine oft sehr schwierige Sache. Könnt ihr euch vorstellen? Also ein Patient, und jetzt müssen wir sozusagen das vergleichen mit allen Mitteln, die es gibt. Wo ist die größte Ähnlichkeit? Ja? Das war oft wie die Suche im Heuhaufen, kann man so machen. Heuhaufen, so. Und in diesem Heuhaufen, da stecken versteckt, was weiß ich, viele, viele Mittel. Und wir müssen jetzt das Richtige finden. Okay, wie gesagt, wir hatten da oder haben da unsere Werkzeuge, unsere Hilfsmittel, aber trotzdem war das schwierig und darum waren auch die Ergebnisse manchmal nicht so toll, wie wir es uns gewünscht haben, weil wir oft nicht das richtige und passende Mittel finden konnten. Ja? Wenn jemand
beim Homöopathen war und es hat nicht funktioniert, dann sagen die Leute oft, ach, Homöopathie habe ich auch schon versucht, hilft alles nichts. Ja, in diesem Fall nicht. Warum? Weil der nicht in der Lage war, das passende Mittel für ihn zu finden. Das ist das A und O bei uns. Ja? Und das liegt dann nicht an der Homöopathie, sondern das liegt an mir, am Homöopathen. Weil mein Wissen nicht groß genug war, weil meine Erfahrung nicht groß genug war, weil ich Patienten nicht verstanden habe, weil der Patient auch nicht in der Lage war, sich mitzuteilen oder weil er überhaupt nicht wollte vielleicht ja auch. Also da gibt es viele Gründe dann. Ja? Aber es liegt nicht an der Methode, nicht an der Homöopathie als solches. So, zurück zu dem Bild. Das war lange Zeit eine große Schwierigkeit. Wie finde ich das passende Mittel? Okay, da hat sich zum Glück die letzten 30 Jahre viel verändert. Die Homöopathie hat sich wahnsinnig entwickelt. Und ich habe vorhin schon, da habe ich vergessen, jemand zu erwähnen. Das möchte ich jetzt kurz nachholen. Zum Thema Krankheit. Ja, da habe ich gesagt, das ist eine Verstimmung. Hahnemann sagt, das ist eine Verstimmung der Lebenskraft. Ja? Einer meiner besten Lehrer, das ist ein Inder heutzutage, die Inder sind in der Homöopathie weltweit führend im Moment, muss man sagen. Avachan Sankaran, der entwickelte dafür den Begriff des anderen Liedes, das gefällt mir persönlich sehr gut. Ja? Ist die Lebenskraft verstimmt, denkt an das Radiobeispiel, dann tönt nicht mehr meine ursprüngliche, meine Musik durch mich durch. Ja, ich töne nicht mehr so, wie ich tönen sollte, weil, was weiß ich, was da mir alles in meiner Sozialisation dann aufgedrückt wurde und Erziehung und Schule und das und dies, ich töne ganz anders. Ja, das hat oft was mit Krankheit zu tun. Da tönt ein anderes Lied aus mir. Und zwar eins, das da nicht hingehört. Es sollte so sein, dann sind wir gesund, dass unser ursprüngliches Lied hier mit voller Kraft gesungen und gehört wird. Und das hört sich dann auch dann toll an, ganz egal, was euer individuelles Lied ist. Und das ist ja auch eines der Gründe, warum ihr hier seid zum Beispiel. Um euer Lied zu finden und um euer Lied in die Welt rauszuschreiben, oder? Genau. So, also zurück dazu. Nochmal Rajan Sankaran, den ich jetzt hiermit erwähnt habe, der war da auch ein Vorreiter. Der hat festgestellt, dass unsere Arzneimittel, die kommen ja alle aus der Natur. Und zwar aus den drei Reichen der Natur. Da haben wir das Mineralreich, wir haben das Pflanzenreich und wir haben das Tierreich. So. Was bedeutet Mineralreich? Das bedeutet ganz einfach, das beinhaltet all die Elemente, aus denen unsere Materie aufgebaut ist. Das ist das Mineralreich. Kann man schön sehen, schon mal was von einem Periodensystem gehört. Periodensystem der Elemente, das sind all unsere Elemente, die unseren Planeten ausmachen. 96 oder 98 mit den radioaktiven sind sie, glaube ich. Ja, sind da aufgelistet in einer Tabelle. Ja. Also entweder kommt unser Mittel aus dem Mineralreich, aus dem Pflanzenreich, da brauche ich nicht viel dazu sagen, das ist klar. Oder aus dem Tierreich, und da gehören wir auch dazu übrigens. Ja? Wir sind Teil des Tierreiches. Und aus all dem lassen sich Arzneimittel herstellen. Ja? Wir haben Arzneimittel aus verschiedensten Mineralien, beziehungsweise aus allen Elementen und deren Verbindungen. Wir haben Mittel aus den unterschiedlichsten Pflanzen. Da gibt es noch wahnsinnig viel zu tun, weil es gerade bisher nur ein Bruchteil erforscht. Ja, von den Pflanzen, also wer Homöopath werden will, der hat 4000 Jahre noch Forschungsmöglichkeiten. Ja. Oder genauso Tiere, ja. Da haben wir bisher auch nur, was weiß ich, eine geringe Anzahl von Tieren als Arzneimittel zur Verfügung. Ja. Von den Vögeln vielleicht 20, von den Schlangen vielleicht 20, von den Käfern gerade mal 4 oder 5. Wisst ihr, wie viele Käfer es gibt? Mhm. Weißt du?
Ja, das genickt. Weiß, wisst ihr, habt ihr eine Ahnung, wie viele Käfer es allein gibt? Wer schätzt mal? Wer hat sich zu schätzen? Um die 600.000. 600.000 verschiedene Arten. Und da haben wir gerade bisher vielleicht 5 oder 6 bisher als Arzneimittel. Also da gibt es eine Menge Luft nach oben. Okay. So, dieser, mein Lehrer Rajan Sankaran, der hat herausgefunden, dass die Mittel, die einen gemeinsamen Ursprung haben, heißt Mittel, die aus dem Mineralreich kommen, haben ein gemeinsames Grundthema. Mittel, die aus dem Pflanzenreich kommen, haben ein gemeinsames Grundthema. Mittel, die aus dem Tierreich kommen, haben ein gemeinsames Grundthema. Das erleichtert unsere Arbeit schon mal eine ganze Menge. Das heißt, wir können diesen Heuhaufen schon mal in 3 Segmente einteilen. Und wir können aus der Anamnese schon mal sehr häufig schließen, da haben wir noch keinen Zugang jetzt zum speziellen Mittel, aber wir können ziemlich klar sagen, nee, der braucht kein Mittel aus dem Mineralreich. Die Themen, die der aufweist, hat mit Mineralreich nichts zu tun. Und der braucht auch kein Mittel aus dem Pflanzenreich. Ich denke, der braucht ein Mittel aus dem Tierreich. Ja? Und dadurch sind 2/3 der in Frage kommenden Mittelchen schon mal gecancelt. Und dann können wir gucken, wenn wir sagen, okay, ich bin mir sicher, das ist ein Mensch, der ein Mittel aus dem Tierreich braucht. Warum? Weil seine Sprache dementsprechend ist, weil seine Themen dementsprechend sind. Ja? Was sind Themen des Tierreichs? Wer hat eine Idee? Überleben, ganz genau. Das große Thema der Mittel aus dem Tierreich oder im Tierreich ist Überleben. Der Kampf der Stärksten. Der Stärkste gewinnt. Ich oder du. Kampf. Auch Wettkampf. Ja? Dazu gehört aber auch Sexualität, Werbung. Denkt nur daran, was viele Tiere sich an tollen Geschichten einfallen lassen, um einen Partner zu kriegen. Ja? Das gehört mit dazu. Ja? Aber Hauptthema ist Überleben. Und das äußert der Patient unter Umständen vielleicht auch so, dass er seine Situation schildert. Ach, in der Firma sind alle gegen mich. Ich glaube, die wollen mich fertig machen. Ja? Oder er spricht über seine Krankheit. Ah, ich habe den Eindruck, die Krankheit will mich, die will mich umbringen. Das ist eine Sprache aus dem Tierreich. Ja? Da geht es um Umbringen, um Kampf, wer überlebt, wer siegt. Ganz anders ein Mensch aus dem Mineralreich. Also ein Mensch, der Mittel braucht aus dem Mineralreich. Das Thema. Also, da haben wir das Thema Überleben. Da habe ich jetzt keinen Platz. Mineral. Okay, da braucht man nur angucken, was passiert mit den Elementen im Periodensystem. Was ist deren Anliegen? Warum geht es da? Na, jedes Element hat einen Kern und hat verschiedene Elektronenschalen und es geht immer darum, zu versuchen, eine vollständige äußere Schale zu gewinnen. Und dazu verbinden sie sich mit anderen, die ihnen die Elektronen liefern oder sie geben die Elektronen ab. Es geht um Struktur. Ja? Bei Menschen, die ein Mittel aus dem Mineralreich brauchen, geht es um Struktur. Das bedeutet, entweder mir fehlt was zum Vollständigsein, mir fehlt was zum Ganzsein, oder ich hab's zwar schon, aber was ist dann die andere Seite, wenn ich alles habe? Was kommt dann? Die Angst, es zu verlieren. Ja? Es geht um Struktur. Entweder ich habe nicht genug Struktur oder ich habe Schiss, meine Struktur zu verlieren. Ja? Und das äußert sich auch in den Themen des Patienten. Das können wir lesen. Also wenn ich hier zum Beispiel durch Ladutno gehe, dann sehe ich, dass da sehr viel von dieser Qualität, Struktur da ist. Da ist so viel Schiss, da Struktur zu verlieren. Ja? Seht ihr an diesen ganzen Häusern, das sind Festungen, da ist Angst da, was zu verlieren. Ja? Also da gibt es ganz viele Menschen, die brauchen ein Mittel aus dem Mineralreich natürlich. Ja? Okay, und dann haben wir noch das Pflanzenreich.
Was ist was Typisches für die Pflanze? Bitte? Anpassung. Yes, Anpassung an? An die Gegebenheiten. An die Gegebenheiten, ganz genau. Ja? Ein Tier passt sich auch an, aber hat andere Möglichkeiten. Kann abhauen, rennen, fliegen, was weiß ich, tauchen, ja? Oder in den Kampf gehen. Ja? Kann eine Pflanze nicht so. Eine Pflanze ist an den Ort gebunden. Gut, es gibt auch ein paar Tierarten, besonders im Meer, die auch an den Ort gebunden sind. Aber die lassen wir jetzt mal auf der Seite. Ja? In der Regel ist die Pflanze ortsabhängig, ortsgebunden und ist den ganzen Gegebenheiten ausgeliefert. Klima, Regen, Sonne, Wind, Käfer, die einen anfressen, was weiß ich, die Kuh, die kommt und, und. Und das Typische für das Pflanzenreich ist Sensitivität. Und die Reaktion darauf ist eine gewisse Empfindung. Typisches Beispiel oder ein typisches Mittel aus dem Pflanzenreich wäre zum Beispiel Staphylococcus. Ja, das ist eins unserer sensibelsten Mittelchen, die auf alle möglichen Reize reagieren. In Form von Krankheit, Kopfschmerzen, Harnschmerzen, Blasenentzündungen und. Ja. Und auch psychisch. Das sind unsere beleidigten oberbeleidigten Leberwürste sozusagen. Ja. Sehr sensitiv. Okay. Also, ich habe jetzt in der Anamnese zum Beispiel mein Eindruck gewonnen, okay, nee, kein Mineral, nee, das Thema spielt keine große Rolle. Es geht auch nicht um Pflanzenreich. Ich denke, der Patient braucht ein Mittel aus dem Tierreich. Und damit habe ich ja schon den Kreis der Verdächtigen ziemlich gut eingegrenzt. Ja? Denkt man an einen guten Krimi. Am Anfang gibt es, übertreibe bis 100 Verdächtige. Oder? Das macht den Krimi spannend. Wenn von vornherein klar ist, wer es war, ist er langweilig. Als viele Verdächtige. Der Gärtner, der Chauffeur, der Liebhaber der Frau, der eifersüchtige Bruder wegen der Erbschaft, der Schwiegervater, der Stiefvater, die Freunde aus dem Golfclub. Also, wer war's? Ja. Und so wie man im Krimi langsam den Kreis der Verdächtigen einschränkt, ja, irgendwann ist man sich sicher, aha, es muss ein Mann sein und der Mann ist so zwischen 40 und 50, er hat einen Bart, er trinkt gern diese Art Whisky und er spielt Golf. Dann ist er schon ziemlich in der, dann haben wir ihn schon ziemlich am Wickel, oder? Genau, und so funktioniert das bei uns auch. Wir grenzen das von oben nach unten immer mehr ein. Also erstmal können wir eingrenzen, er braucht ein Mittel aus dem Tierreich. Braucht er was aus dem Vogelreich? Nee, überhaupt keine Vogelthemen da. Braucht er ein Mittel aus dem Säugetierbereich? Nee, auch nicht. Das sind überhaupt keine Themen da, die auf ein Säugetiermittel hinweisen würden. Wir sind ja selber ein Säugetier, drum wissen wir vielleicht, was so Säugetierqualitäten sind oder Säugetierthemen sind. Habt ihr eine Idee? Was sind wir? Was zeichnet ein Säugetier aus? Mitgefühl. Bitte? Mitgefühl. Mitgefühl? Natürlich, wir sind säugende Wesen. Es gibt wenig Tiere, die ihre Nachzucht so betüdeln wie wir. Manche setzen ihre Eier irgendwo in den Sand. Ja, gut, die Vögel brüten sie aus. Aber die ganzen Reptilien zum Beispiel, die setzen ihre Eier irgendwo in den Sand und dann überlassen die sich selber. Ja, und vier Fünftel gehen drauf und ein paar überleben. So, wir haben ein, zwei Kinder und die betüdeln wir die ersten Jahre. Müssen wir, weil wie wir in dem Film gesehen haben, die ja die ersten Jahre nicht lebensfähig sind alleine. Ja, also Mitgefühl, Empathie, Fürsorge, Mütterlichkeit, dann viele Säugetiere
leben im Herdenverbund, das sind vor allem die Opfertiere. Wir haben auch andere Jäger, die sind oft Einzelgänger, Tiger zum Beispiel. Ja. Also da kommt dann oft so ein Konflikt rein und in dem steht der Mensch ja ganz stark. Eigentlich will ich meine Individualität entwickeln und leben. Mein Ego. Ja? Und auf der anderen Seite, denkt an Herde, will ich dazugehören. Das sind so zwei Grundimpulse von Menschsein, die sich dann häufig gegenseitig nicht so wohlgesonnen sind. Das ist ein Konflikt sehr häufig. Okay, sehe ich jetzt bei den Patienten auch nicht, dass da Säugetier-Themen da sind. Was gibt es noch an möglichen Tieren? Was haben wir denn noch? Ja, Fische. Insekten. Fisch, genau. Insekten, ein Riesenreich natürlich. Insekt sehe ich bei ihm auch nicht. Was wären so typische Insektenqualitäten? Denkt an die Biene, das ist ein gutes Beispiel. Was sagt man? Der ist fleißig wie eine Biene. Ja, das ist überhaupt ein großes Insektenmerkmal. Schnell, 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 schnell. Viel, viel, viel. Warum? Ganz einfach, sie haben so eine kurze Lebensspanne. Sie müssen in möglichst kurzer Zeit so viel Nachkommen wie möglich erzeugen. Ja? Manche Insekten haben ja bloß eine Lebensdauer von ein paar Stunden, manche von ein paar Tagen, manche von ein bisschen mehr, aber allen gemeinsam kurze Lebensspanne, nicht wie ein Elefant, der, was weiß ich, wie alt wird, 100 Jahre vielleicht, ja? Oder wir, wenn wir 18 Jahre alt, also kurze Lebensdauer. Viel, muss viel Nachkommen gezeugt werden und da spielt Liebe keine Rolle. Ja, habt ihr schon mal Käfer, Vögel gesehen? Das ist wahlloser Sex, jeder mit jedem. All das, was wir da als romantische Vorstellungen haben, kannst du vergessen. Da geht es nur um so schnell wie möglich, so viel wie möglich Nachkommen zu zeugen. Also sehe ich bei den Patienten auch nicht. Was bleibt noch übrig? Ah, okay, Reptilien. Scheint ein Reptil zu brauchen. Warum? Ja, er erzählt mir, dass er immer wieder, wenn irgendwas ihn bedrückt oder wenn er in der Enge ist, dass er dann so eine Enge am Hals verspürt zum Beispiel. Ja, und dass überhaupt Enge in seinem Leben ein wichtiges Thema ist. Das kann er gar nicht haben. Enge Räume oder volles Flugzeug. Und ganz klar gespürt das eben hier am Hals. Seine Frau darf ihn da nicht berühren zum Beispiel. Ja. Was ist der empfindlichste Ort einer Schlange? Genau das hier. Wenn du eine Schlange packen willst, du packst das weg. In der Bauch. Hier. Genau. Ja, wenn du sie am Schwanz packst, oh, wird gefährlich, wenn es eine giftige Beißschlange ist. Ja. Okay. Also sowas erzählt er mir, er hat Probleme mit dem Herzen, viele Schlangen haben Probleme mit Blutdruck und Herz und Kreislauf. Ja. Unsere erste Schlange, die ein deutscher Homöopath, Konstantin Hering, 1830 oder sowas geprüft hat, das war die Buschmeisterschlange. Das ist eine sehr giftige und sehr gefährliche und sehr große Schlange, so im Amazonasgebiet. Der hat es damals noch wirklich auf die brutale Art gemacht. Er hat täglich von dem Schlangengift eine tägliche Dosis genommen. Und seine Frau saß dann neben dem Bett, der war schon völlig im Delirium. Und die Frau hat notiert, was alles passiert ist da. Ja? Sogar das erste Schlangenmittel in die Homöopathie. Denn inzwischen haben wir viele Schlangen. Wir haben Giftschlangen, wir haben auch Würgeschlangen. Da würde sich weniger der Giftaspekt zeigen, sondern eben das Zusammenschnitt. Ich hatte meine Patientin, die hat gesagt, ja, wenn irgendwas ist, ist so, als würde sie hier alles zusammenschnüren. Es wird immer enger und enger und enger, bis ich nicht mehr atmen kann. Ja? So geht es da, wenn eine Boa dich im Würgegriff hat. Und die hat damals Boa bekommen. So. Also, das war ein kurzer Einblick in die Homöopathie in ein paar Grundbegriffe. Mehr möchten wir jetzt gar nicht machen. Ich denke, das reicht für einen Moment. Ja, es gäbe und es gibt da noch so viel zu erzählen über die Homöopathie.
zum Beispiel, wie ist das denn, wie werden unsere Potenzen hergestellt? Was lässt sich denn überhaupt behandeln damit? Was sind denn die Hauptunterschiede zwischen jetzt Homöopathie und Schulmedizin? Und vielleicht für viele die wichtigste Frage, ja, warum ist es denn überhaupt sinnvoll, sich homöopathisch zu behandeln zu lassen? Hast du neulich schon mal ins Rennen gebracht? Ja, das ist eine entscheidende Frage. Warum sollte ich mich eigentlich homöopathisch behandeln lassen? So, das hinterlasse ich euch jetzt, diese Frage. Und wenn ihr mehr wissen wollt, dann könnt ihr ja in Zukunft auf meinen YouTube-Kanal kommen. Das will ich besiegen.